Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen wieder eine Runde Rome 2 Total War, you know, mit den Sweben. Und ja, ihr merkt schon, live ist live. Jetzt gucken wir mal, was wir hier alles so anstellen können. Ich sehne mich nach einem Kampf. Okay, wir werden hier eine schöne Einheit zusammenstellen, die wir dann noch nach drüben schicken werden. Vielleicht nehmen wir sogar die Armee hier, wenn die hoch gepusht ist, und mit diesen Armeen ziehen wir mal nach Afrika dann runter. Genau. Vorläufig würde ich vorschlagen, lassen wir die erstmal noch ein bisschen stehen. Und hier unten haben wir soweit auch alles schon gezogen. Jetzt wundert es mich nur gerade. Doch, okay. Die lassen wir mal hier stehen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Okay, dann machen wir einfach mal eine Runde weiter. Und ja, das sollte doch ganz gut für uns ausgehen. Wie ihr seht, haben wir jetzt eigentlich alles wieder befriedet. Wir haben unseren Volksaufstand niedergeschlagen. Ich denke, das ist ein Event im Spiel, das mit jedem Volk passiert. Insofern kann ich jedem, der Rome 2 Total War vielleicht noch nicht so lange spielt wie ich, beziehungsweise vielleicht noch nicht so lange durchgezogen hat mit einem Volk wie ich, nur raten, ja, das Hinterland nicht so ganz ohne Armee zu lassen, wie ich das vielleicht gemacht habe. Zumindest sollte man dann gewappnet sein, dass man möglichst schnell reagieren kann. Ja, das ist nicht so leicht. Dann da hochzukommen, es kostet vor allem Zeit. Zeit, was die wieder sich auf die Expansion aufschlägt. Ja, und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie sich das alles hier so anlässt. Wir könnten theoretisch noch zwei Full-Stack-Armeen aufstellen. Wie ihr wisst, habe ich zwei Generäle in Pension oder zumindest erstmal in den vorläufigen Ruhestand geschickt. Wo ist da eine Rebellion? Hier unten. Okay. Ja, die kleinen Römerlein. Die dürfen hier ruhig mal... Hä? Hier sind noch Römer? Ich dachte, ich hatte die platt gemacht. Ja, hatte ich auch. Angriff! Das spielen wir mal, das Gefecht ist zwar eigentlich nicht der Rede wert, aber ich möchte hier mit null Verlusten aus der Geschichte rausgehen. Ich werde mit meinem Ballisten ballern und den Rest werde ich meine Freunde erledigen lassen. Der Schrecken des Phobos. So, dann schauen wir mal. Ja, das ist doch perfekt hier oben. Super Precision. So, das war es dann eigentlich schon. Der Rest kann eigentlich dahinter aufgestellt werden. Genau. Kampfbereit! So, von da drüben kommt meine Verstärkung. Jetzt ist natürlich schon die Frage, naja, seht mal, da kommen noch gar nicht so sehr weit. Ja, die KI zieht immer nach, das ist ganz cool gemacht eigentlich, das sieht man jetzt hier erstmal ganz schön, dass die immer wieder versucht, ihnen den Weg abzuschneiden.
Wunderbar. Wenn ihr euch fragt, wie ich dauerhaft diese Linie hier hinzaubere, ich halte die Leertaste gedrückt, ja. Nur mal so als kleiner Hinweis. Gleich geht's los, dann wird hier erstmal richtig dick reingeschossen. Mal langsamer machen. Befehle! Dienen Orden! Also ganz ohne Verluste wird's wohl nicht ausgehen. Okay, da treffen wir doch schon mal ganz gut. So, jetzt müssten eigentlich mal langsam hier unsere Ja, okay. Okay. Vergesst die Männer! Tötet die Pferden! So, das war's dann auch. Halt. Sehr schön. Okay, Gefecht beenden. Das war's. Wie viel Verlust haben wir gemacht? 10! Verdammt. Naja, gut. Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Was mich ein bisschen wundert, dass er sich hat nicht angreifen lassen. Also eigentlich war ja ich der Angreifer. Die werden natürlich auch wieder versklavt. Setz euch sehr logisch. Nein, ihr könnt euch beschweren, wenn eure Füße blüten. Wenn eure Füße blüten? Okay, dann gehen wir mal da rein. Das war ja so unser Plan. Dann sind wir nämlich hier auch wieder schön im Plus. Genau wie hier. Langbogenjäger, öffentliche Ordnung. Das machen wir mal auf jeden Fall. Dann will ich hier gerne den Standardmodus einschalten. Das will ich standardmäßig eigentlich immer machen. Hier oben sind wir auch schön im Plus. Haben wir irgendwo eine Provinz, wo es dann niedergeht? Hier unten, okay. Oh, das ist natürlich auch nicht so schön. Aber dem können wir natürlich jetzt bald Abhilfe schaffen, indem wir jetzt da runterziehen mit allem, was uns da zur Verfügung steht. Diese ist nicht im Plus, was natürlich ganz cool ist. Wir haben schon mittlerweile so viele Provinzen, dass Mauretanien, okay, das ist da ganz unten, die sind auch nicht happy. Schauen wir, was hier abgeht. Minus 36, Das ist natürlich auch nicht so schick. Okay. Hier können wir einfach schon mal darunter marschieren. Sollen sie kommen? Ich denke mal, da sind wir gut gewappnet. Krieger! Das könnten wir hier noch gut gebrauchen. Eigentlich Speere, ne? Die werden wir da aber nicht kriegen. Höchstens hier hinten. Dann machen wir hier auch mal so eine Belustigung hier hinten rein.
Und jetzt gehen wir mal hier hoch. In den Westen. Mit dem ziehe ich dann rüber. Das ist soweit klar. Wir haben plus 4 mittlerweile. Wir machen uns auf den Weg. Okay, die haben jetzt 4 Ballisten dabei. Ich möchte gerne, dass die hier nach unten gehen. Das heißt, ich muss insgesamt 2 nach oben. Dann machen wir mal so. Dadurch haben wir jetzt hier eine schöne große Armee stehen, die wir in jedem Fall auch mal runterziehen werden. Und zwar werden wir die erstmal hier reinziehen. Okay. Hier lassen wir praktisch als Besetzungs- oder Besatzungsmacht noch ein bisschen da oben. Wie kann ich euch helfen? Ja gut, hier können wir noch gar nicht rausziehen letzten Endes, denn jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen die Lage beruhigen. Aber das macht nichts, wir können schon mal die eine runterziehen. Machen wir das doch mal so. Hier auch mal was für die Stimmung machen. Ja, hier unten müssen wir schon aufpassen, dass das hier nicht so ganz aus dem Ruder läuft, denn sonst haben wir hier bald zig Kleinaufstände. Das ist zwar jetzt nicht weiter dramatisch, aber dennoch würde ich sagen, ärgerlich. Ärgerlich. Ja, so könnte man das am besten beschreiben. Bereit zum Kampf. Ich muss jetzt nur mal gucken, wo wir relativ viel Armee bauen können. Wir müssten ja irgendwo so eine Militärprovinz haben. Halt, hier zum Beispiel war es ganz dicke. In Medlan, würde ich sagen. Da können wir Ballisten und hier auch einiges bauen. Okay, das ist schön. Pferde und Berserker. Also hier müssten wir eigentlich ganz, ganz gut rekrutieren können, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, machen wir mal weiter. Ich denke, auch hier in Rom dürfte einiges gehen. Da können wir leider im Moment nichts machen. Hier hinten ist ein bisschen was los, okay. Hier auch. Aber ich denke, so unsere Hauptarmeen könnten wir dann vielleicht mal hier in der Gegend von Mailand rekrutieren. Da haben wir, denke ich, echt was auf dem Kasten. Germanische Adelsreiter. Aha. Wunderschön. Gut, ich gucke mal kurz hier auf die Karte. Das ist natürlich ein Höllenproblem. So eine große, riesengroße Kacke. Die Spartaner. Das ist übel. Es sei denn natürlich, ich hätte ein militärisches Bündnis mit denen, was ich habe. Dann ist es kein Problem. Weil dann zählen die de facto zu meinen Siegbedingungen mit dazu. Moment mal, da gucken wir gleich nochmal rein. Also, haltet 110 Siedlungen. Aktuelle Zahl 64. Hier passt eigentlich soweit alles. Haltet mindestens eine Siedlung in 40 Provinzen, in denen eure Kultur dominiert. Okay, da sind wir noch ein bisschen weit weg hiervon. Aber ansonsten sind wir dem kulturellen Sieg eigentlich relativ nahe. Also das hier ist ja nur eine Frage der Zeit, würde ich sagen. Eine Frage der Forschung. Gut, und mindestens eine Siedlung in 40 Provinzen. Naja gut, das müssen wir mal sehen. Hier sind wir eigentlich auch ganz gut dabei. Handelsbeziehungen werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr so hinkriegen.
Aktuelle Zahl 9. Das ist natürlich sehr bedauerlich, aber wenn wir sie alle platt machen, dann bleibt da nicht mehr viel. Militärischer Sieg, da haben wir schon einiges erreicht. Wir müssen nur noch 12 Siedlungen plündern. Das ist machbar in jedem Fall. Und Siedlungen halten müssen wir eh noch ein paar. Das ist auch okay. Hier hinten ist ja noch einiges zu holen. Ich weiß gar nicht, wie viele Siedlungen es insgesamt gibt, ob man da dann alle holen muss. Ich habe jetzt 64, das heißt, ich brauche noch auf 110, sind das nach Adam Riese und Eva Zwerg, 46. Können wir ja mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, nein, man muss nicht alles halten. Also ich behaupte mal, wenn ich jetzt das hier so um den Dreh einnehmen würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch gewonnen. Ja. Die hier müssten ja aber eigentlich dazu zählen. Naja, vielleicht ist es doch mehr als mal. Na, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Jetzt machen wir erstmal eine Runde weiter und hoffen, dass uns die Getulle ein bisschen angreifen. Eure Generäle sind wie Söhne des Ares. Wir ersuchen euch, sie gegen diese Niederträchtigen auszusenden. Das ist jetzt natürlich sehr, 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 sehr fraglich. Die Kimmerer sind so gut wie mit jedem im Krieg, was natürlich daran liegen könnte, dass die alle mit uns im Krieg sind. Eieieiei. Aber Pergamon wäre mit auf unserer Seite und Sparta denke ich in jedem Fall auch. Hey komm, das machen wir. Allerdings nicht zum Nulltarif. Dann eben nicht. Ja, okay, das hatten wir ja vorausgesehen letzten Endes. Was hat er hier? Domitische Adelsinfanterie. Die ist natürlich bestimmt nicht so verkehrt. Domitische Speerkämpfer. Speerträger. Ja, die werden uns mit Sicherheit einiges abverlangen. Eine schöne Schlacht, die ich euch auch gerne zeigen möchte. Wichtig ist halt, wir haben hier leider nur 2 Ballisten zum Einsetzen. Das ist natürlich grausam. Aber wir haben eigentlich ganz gut Kavallerie dabei, muss man ja sagen. Und ich sag mal, wir verteidigen. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so übel. Ja, wie macht man das am blödesten? Kampfbereit! Kampfbereit! Gehen wir so weit vor? Bereit! Machen wir das mal lieber bereit. So. Gehen wir hier oben hin. Das ist natürlich eine ziemlich beschissene Situation jetzt.
Wenn ich hier hingehe, dann treffen meine Ballisten nicht richtig. Machen wir es mal anders. Machen wir es mal ganz so. Dass ich mal hier vorne in Ruhe aufstellen kann. Also mal rein, was die Ballisten angeht. Kommen die definitiv hier oben hin. Dann würde ich sagen... Bereit! Zum Schutz dieser Ballisten... Nein. Zum Schutz dieser Ballisten kommen diese drei Speerträgereinheiten kurz dahinter. Dann vorzustürmen. Und die kommen ein bisschen weiter vor. Können sich dann nämlich zurückziehen. So. Befehle! Bleib da, wo ich euch hingestellt habe! Bereit! Und von denen kommen mal zwei hier hin. Und die kommen hier hin. Gruppe. Gruppe. Die stecken mal dahin. So ein bisschen noch auf die Flanke. Da können wir dann noch unsere Speere reagieren. Sind in euren. Hier ist unser. So, jetzt müssen wir eigentlich alle ganz gut aufgestellt haben. Die Reiter sind bereit! Und los geht's. Jetzt gucken wir mal, wo der böse Feind steckt. Hier ist er auch schon. Wir können auch schon bald feuern. Ich möchte am liebsten den General lynchen. Da hauen wir jetzt erstmal eine Breitseite rein. So, machen wir das. Schon jetzt. Wenn wir den General da schmerzhaft treffen. Oder auch die anderen, soll uns das recht sein. Rechter Marsch. So, sein General dürfte die meiste Zeit gewesen sein. Hier kriegt er nochmal zwei ab. So, sein General verpisst sich. Und jetzt hier nochmal so ein paar Feuerfunkers rein. Seine Jungs mal richtig eins auf die Piepe. Unsere Speere sind die Eulen. Wunderbar. Da sollen doch die mal hier reingehen. Eigentlich bis jetzt ganz Hand und Fuß, muss ich sagen, was hier so passiert.
sollen die doch nochmal hier reinrödeln. Adelsreiter! Unsere Pferde lieben Blut! Die vorwärts! Angriff! Vorwärts! Tötet sie! Berserker! Dein Kopf gehört mir! Speerbrüder! Okay. Dieser germanischen Übermacht kann natürlich nichts widerstehen. Okay. Germanische Krieger! Berserker! Furchtlose Krieger! Berserker! Befehle! Adelsreiter! Vorwärts, Reiter! Im Rückwurf, Reiter! Da kommt sie gleich zurück. Speerbrüder! Berserker! Bereit! Unsere Speere sind die Eure! Wir gucken nach Blut! Okay. Befehle! Rückt aus, Krieger! Landbogenjäger! Vorwärts! Geschossen Krieger bereit! Mal gucken, was so ein Berserker mit. Oh, guckt euch das an, ey. Auf dem Boden hat er gekämpft, ey. Leck. Okay, hier geht's jetzt auch ganz gut zur Sache. Speerbrüder! Tötet sie! Zieht er vor uns! Berserker! So, jetzt greifen wir mal hier hinten noch an. Da haben wir auch noch ein bisschen Power. Aber die fliehen jetzt alle. Wunderbar. Mal ein bisschen fortfahren. Wo ist unser Jan? Der kann hier auch noch mal ein bisschen was ruppen. Die Krieger wollen Blut! Adelsreiter! Okay, und jetzt machen wir mal schnell. Das ist eigentlich sehr, sehr gut für uns gelaufen, muss ich sagen. Hätte nicht gedacht, dass es noch so glimpflich abgeht. Ich glaube, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja gut, eine Einheit scheint scheinbar geflohen zu sein. Ich denke... Ja, genau, einer von unseren Speerträgern ist es, die hier die Grätsche gemacht haben, die moralische. So. Okay. Gut, dann können wir jetzt eigentlich das Gefecht beenden. Da dürfte jetzt einiges zu Bruch gegangen sein bei ihm, wenn man sich das anschaut. Er hat jetzt noch gut 600 Manschkal übrig. Wir haben noch 1000. Das ist doch ganz ordentlich. Damit können wir arbeiten. Gibt es ein bisschen Sklavenbevölkerung. Okay.
So, da müssen wir mal gucken, wie sich jetzt das gestaltet. Vielleicht muss ich doch über den Osten gehen. Hol mir jetzt hier in Afrika noch, was ich mir holen kann. Okay, hier ist ein kleiner Aufstand ausgebrochen. Wir werden mal gleich mal niederknüppeln. Das war's letzten Endes auch. Genau, da sind wir schön im Plus. Ja, und hier müssen wir mal gucken. Hier hat unser General auf alle Fälle eine neue Fähigkeit gekriegt. Gucken wir mal, Verstärkungsrate der Einheiten. Und unser General, nee, beziehungsweise unser 90% Militärausbildung. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Setz euch und dealt, meine Feuerer! Wie viel haben wir da? 19. Für dich 100.000 kleine Armeen. Bin ich ein bisschen blöd. Ich werde trotzdem noch mal nach Hause gehen. Denn ich glaube, alleine schaffe ich es hier nicht. Das ist echt doof, aber so ist es nun mal. Angriffsbonus, genau. Ich sehne mich nach einem Kampf. Wir brauchen auf alle Fälle hier unten noch eine Armee, aber die ist ja, soweit ich das erkennen kann, schon auf dem Wege. Stehe euch zur Verfügung. Die zieht hier oben drauf. Ist dann Friede. Da schon... Nee, die könnten eigentlich da runtergehen. Genau, und dann nehmen die bitte noch einmal den hier auf, Militärausbildung, genau. Und die ziehen auf alle Fälle schon mal hier hin. Genau. Wunderbar, hier oben, wie sieht's da aus? Wir sind ein bisschen im Plus, das ist eigentlich ganz okay. Öffentliche Ordnung. Komm, wir machen hier mal die Pferde weg. Dadurch wird hier auf alle Fälle eine Fullstack-Armee frei. Können wir hier schon abziehen? Minus 4. Was haben wir hier kaputt gemacht? Minus 4 öffentliche Ordnung, plus 3 Nahrung. Könnte man eigentlich... Machen wir das mal weg. Und mit der hier ziehen wir mal hier hinten hin. Vielleicht können wir uns auch die Makedonen einverleiben. Da müsste ich jetzt noch mal kurz auf die strategische Karte gucken. Makedonien hat natürlich einige Bündnisse. Leider mit den uns falschen Typen. Aber wir könnten uns hier die Triballer holen. Die könnten wir uns auf jeden Fall noch einverleiben, bevor da der Makedone sich noch weiter ausbreitet. Und die Kimmerer haben eigentlich ein Schutzbündnis mit uns. Das ist natürlich ganz toll. Also unsere militärische Zukunft, wo könnte die liegen? In Afrika oder hier? Das ist jetzt halt echt die Frage. Ich freue mich, eure weisen Worte zu hören. Doch ihr... Also wenn ich mit denen Stress anfange, dann könnt die Bombe
platzen. Also ich werde auf jeden Fall erstmal auf Afrika setzen. Werde trotzdem hier oben die eine Armee nach drüben ziehen. Wohin, das überlege ich mir dann noch. Gehen auf alle Fälle mal in den Gewaltmarsch. Und ich glaube, ich werde mir dann vielleicht noch die Triballer da einverleiben. Sollen die also erstmal ruhig hier hingehen? Okay. Wo sind die Kummerbäume? Das sind die hier, okay. Lilibeum. Plus 28. Natürlich auch ziemlich krasser Shit. Ein bisschen Militär kann ja nicht schaden. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo die landen könnten. Vielleicht können wir hier ja schon Syrakus. Kacke. Mir entgleitet so langsam auch der Kontinent Afrika. Das erste, wo ich ansetzen könnte, wäre hier vorne in Kyrene, glaube ich. Das werde ich auch machen. Ich werde mir Kyrene holen und versuchen so ein bisschen die Ausbreitung des griechischen Pax zu verhindern. Hier Syrakus hat sich hier auch ganz schön breit gemacht. Auf alle Fälle mit zwei Provinzen. Germanische Konföderation, das gehört mir. Okay. Garamanten könnten wir uns noch holen. Das ist eigentlich der Hammer, wie dick Sparta sich auch ausgebreitet hat. Ne? Mhm. Ist das hier hinten auch Sparta? Ne, das ist Makedonien. Ja, die Griechen werden uns irgendwann noch ziemlich auf Trab halten, befürchte ich. Ist echt guter Rat teuer. Okay. Aber wir kriegen das alles in den Griff. Da bin ich mir ziemlich überzeugt. Ich erwarte eure Befehle. Was würde denn passieren, wenn ich mit denen hier rausgehe? Habt ihr noch weitere Befehle? Plus 0. Okay. Und sollen die mal da runter düsen? Andocken. Setzt euch und teilt mein Feuer. Das ist ein bisschen bedauerlich jetzt. Okay, da ist was zerstört worden. Minus 4 Nahrung, plus 4 öffentliche Ordnung. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Dass wir hier ein bisschen Ruhe reinkriegen. Und die hier, die dürfen dann nämlich auch mal im Gewaltmarsch-Modus auch sich da drüben diesem kleinen Feldzug anschließen. Und die hier sind natürlich zum... Ah, sowas kotzt mich natürlich an. Okay, die habe ich gerade erst gezogen, ne? Ja. Machen mal noch eine Runde weiter. Die Frage ist halt jetzt, ob ich nicht dann so langsam meine Bündnisse mit den Griechen brechen soll. Aber wenn ich mich da mit einem anlege, dann kommt wahrscheinlich das ganze Pack.
Es wäre natürlich ein leichtes, so diese ganzen Griechenstädte im Handstreich zu nehmen. Ja. Ich meine, auf viel Widerstand würde ich jetzt wahrscheinlich hier im ersten Step nicht stoßen. Aber ich muss da gut überlegen, mit wem ich mich wie, wo, wann, wo anlege. Mal das hier, Baubericht, Fraktion angetroffen, Störung. Das ist hier unten der Fall, okay. Wir schlagen das Lager auf. Ich erwarte eure Befehle. Können wir hier noch was rekrutieren, was eigenes, was können wir noch holen hier, nix. Ja, holen wir uns auf alle Fälle mal noch so eine Speereinheit. Schaden tut das auf keinen Fall. Müssen wir mal kurz hier hinten noch gucken. Einen neuen Kurs. Ja. Müssen wir so schnell wie möglich gucken, dass wir an die Küste kommen. Und dann werden wir da hinten den Nasamonen einheizen. Kurz nochmal auf die Karte geschaut. Genau, dann holen wir uns nämlich das hier. Und dann könnten wir uns eigentlich... Was ist das denn jetzt hier? Athen. Sag mal, ey, was ist denn hier los? Ich glaube, wir müssen uns dann vor. Das ist echt übel jetzt. Athen hat sich hier unten breit gemacht. Armenien Roller. Sollte man dann doch hier hinten eingreifen? Ich werde jetzt auf alle Fälle mal versuchen, diese drei Provinzen mir herzuholen, dass sich hier schon mal der Athener und der Spartaner nicht mehr so ausbreiten kann. Während sich hier ja schon Syrakus sich das hier einverleibt, was natürlich auch nicht so einfach ist. Eieieiei. Naja gut, okay, aber so soll es ja sein. Es soll ja auch ein bisschen anspruchsvoll sein. Also mit den beiden Armeen werde ich mir die Nasamonen in jedem Fall holen. Jetzt sind sie schon mal da unten, jetzt können sie das auch gar vollenden. Der Pfad ist versperrt. Wir machen uns auf den Weg. Gut. Eure Befehle? Das lösen wir mal auf. Ne, das lösen wir nicht auf. Lassen wir schön so, wie es ist. Die gehen mal nach da unten. Brauchen wir die da unten überhaupt? Wow. Okay. Jetzt schauen wir mal, was unsere Bündnisse angeht. Weil ja hier die Ansicht eigentlich auch nicht schlecht wäre. Sparta, Kimmere, Pergamon. Also mit Athen haben wir nur Handelsbeziehungen, das ist nicht schlecht. Aber mit denen da hinten sind wir eh alle im Krieg. Üble Sache. Sparta. Die sind halt alle dicke miteinander, ne? Athen.
Ja, ihr lieben Leute, das stellt mich schon vor Herausforderungen, einfach auch strategischer Natur, also so ein bisschen geopolitisch. Eigentlich muss ich dann trotzdem sagen, es ist besser, wenn ich das dann über Osten angehe. Ich habe jetzt hier zwei Fullstack-Armeen hier unten stehen, mit denen... Soll ich mir den Spartaner schnappen, aber dann sind die mir ja alle Gräuel. Ja, ich werde mir was einfallen lassen, das verspreche ich euch. Ich denke, die Folge ist jetzt auch leider wieder zu Ende. Attentat, Einzelkampf, Machtdemonstration, Manipulation, genau. Haben wir sonst noch was? Ich denke, es waren zwei. Obwohl. Machtdemonstration, Attentat. Manipulation, genau. Das soll ich das noch machen. Bereit zum Kampf. 15. Soll der hier auch mal machen? War das alles? So, und du gehst dann auch schon mal gewaltmarschmäßig hier hinter. Genau. Wie kann ich euch helfen? Du gehst hier mal hier hin. Für den Allerhöchsten. Du gehst mal hier hin. Für den Stamm. Die Seeschlangen. Die lösen wir auf. Jawohl. Eure Befehle? Und die hier brauchen wir meines Erachtens nach auch nicht. Krieg! Weißzapfen sind jetzt eh hier da unten. Aber die Frage ist nicht, ob ich doch da oben hingehe. Das mache ich auch, glaube ich. Mit den Kollegen gehe ich hier auch erstmal in diese Richtung. Mal aufpassen, dass wir jetzt... Gehen wir erstmal hier hoch. Das Lager nach für den Stamm. Hier noch was nachrüsten? Nein. Hier ist auch alles gut. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja, ich würde sagen, wir haben soweit alles gezogen. Wir werden uns in der nächsten Folge auf alle Fälle die Getulaga holen. Vielleicht lege ich mich sogar mit Syrakus an. Mal schauen, wie sich das einlässt. Ich werde jetzt mit geballter Power nach hier drüben marschieren und werde mir hier hinten dann den Osten holen. Das ist, glaube ich, noch am ungefährlichsten. Zumal die mir nichts können und ich mit denen hier überall befreundet bin. Und wenn ich hier dann den Kreis geschlossen habe, ja, dann muss ich mich sowieso mit den Griechen anlegen. Ich werde mir dann hier Armenien vielleicht einverleiben und dann so schnell wie möglich versuchen, den Kreis hier um diese Griechen zu schließen. Ja, das wäre jetzt mal so mein Plan. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht, mit euch zu zocken und schaut in der nächsten Folge einfach wieder rein. Bis dahin, euer... Firenze.